Hi, ich bin Dominik und in diesem Video zeige ich dir, wie du stehen musst, um erfolgreich Dart zu spielen. Ein erfolgreiches Dartspiel deinerseits hängt von vielen Faktoren ab. Einerseits geht es natürlich um das Dart-Setup an sich, also mit welchen Pfeilen spiele ich überhaupt, wie setzt sich mein Pfeil überhaupt zusammen. Dazu findest du auch ein anderes Video auf unserem Kanal und es kommt natürlich auch auf deine Wurfbewegung an. Auch dazu haben wir dir schon in einem anderen Video erklärt, wie die perfekte Wurfbewegung aussieht. Was natürlich auch wichtig ist, ist der Stand und wie du richtig stehen solltest, um erfolgreicher zu spielen, das zeigen wir dir jetzt. Was ihr auf den ersten Blick schon mal seht, ist, dass ich parallel zur Abwurflinie stehe. Das heißt, mein rechtes Bein steht direkt hinter der Abwurflinie und zwar seitlich. Wenn ihr Linkshänder wärt, wäre das genau andersrum. Wenn ihr jetzt werfen wollt, habt ihr das Standbein. Das belastet ihr natürlich, weil hierauf stellt ihr euch. Und mit dem anderen Bein geht ihr so hier auf die Zehenspitzen, sodass ihr euch also mit dem Körper so ein bisschen mehr in Richtung Scheibe bewegen könnt. Und dann ist es eben wichtig, dass ihr jetzt während des Wurfes an dieser Stellung der Beine auch nichts mehr verändert. Also für den Wurf an sich bleibt hier wirklich fest stehen, visiert euer Ziel an und dann werft ihr den Pfeil. Es kann schon mal vorkommen, dass ihr in eine Situation kommt, wo ihr von eurem aktuellen Stand nicht mehr weiterkommt. Bei mir ist das jetzt der Fall. Ich habe einen Pfeil in der Triple 20, einen Pfeil knapp darunter und ich kann jetzt nicht mehr das Triple 20er Feld anvisieren von dem Standpunkt, wo ich jetzt stehe. Meine Lösung des Problems, die ihr vielleicht auch zu eurer Lösung des Problems machen könnt, einen Schritt weiter rüber gehen, nach rechts oder links, je nachdem von welcher Seite ihr denn das Triple 20er Feld wieder anvisieren und sehen könnt. Jetzt habt ihr wieder eine größere Fläche, die ihr wirklich treffen könnt. Und ich kann von hier das Feld anvisieren und auch treffen. Einen richtigen Ort zum Stehen am Board gibt es auch nicht so wirklich. Also ich stehe zwar immer ziemlich mittig, das heißt aber nicht, dass ihr das für euer Spiel so übernehmen müsst. Es kann auch sein, dass ihr bei euren Würfen, wenn ihr mittig steht, einen leichten Links- oder Rechtsdrall habt, dass der Pfeil eigentlich eher so in die 1 oder in die 5 geht. Da müsst ihr für euch ein bisschen mehr ausprobieren. Sollte ich vielleicht ein bisschen weiter rechts der Abwurflinie stehen, ein bisschen weiter links oder passt die Mitte halt doch für mich? Probiert das aus. Wichtig ist lediglich, dass der Stand immer der gleiche bleibt, egal von wo ihr werft. Dann steht einem erfolgreichen Spiel für euch nichts mehr im Wege. Ich hoffe, die Tipps haben dir gefallen und verbessern dein Spiel ein wenig. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Trainieren und selber ausprobieren. Sporttime. Wenn du Fragen hast, stelle sie direkt in den Kommentaren. Gefällt dir unser Video? Klicke auf Daumen hoch und abonniere jetzt den Sporttime-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.